Ich arbeite seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausschließlich mit selbst gesammelten Erden und aus denen mische ich selbst die Farben mit natürlichen Bindemitteln. Und das Wissen, das ich in Jahrzehnten erworben habe, gebe ich dann weiter im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen oder selbst ausgeschriebenen Workshops weiter. Ich habe auch jahrelang die Projekte Malen mit den Farben der Erde begleiten dürfen als Seminar- und Ausstellungsleiterin. Mich interessieren vor allem geschichtsträchtige Böden, also Böden, wo von der Urgeschichte angefangen über Altertum und neuere Geschichte Reste geblieben sind. Und ich versuche dann, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Bei uns in Niederösterreich sind das vor allem Fundstellen mit neolithischen Kreisgrabenanlagen. Da sind die ersten Zeugen sozusagen auf unserem Gebiet von Verwendung von Erdfarben, weil man nämlich, hören Sie mich alle? Translation for everybody who's not fluent in German. Here is the translation. Sarah. Na, macht her. Wir müssen zwei besitzen. Sarah. She's more than fluent in German. Ja, also bei uns im Niederösterreich gibt es viele Fundstellen mit neolithischen Kreisgrabenanlagen. Und die Menschen vor 7000 Jahren haben ihre Keramik zuerst gebrannt und dann aus Erdpigmenten und Caseinbindemittel Farben hergestellt, diese Gefäße bemalt. Und stellen Sie sich vor, ohne es einzubrennen, also nur wirklich bemalt, und diese Farben sind uns in der Erde 7000 Jahre erhalten geblieben. So unglaublich sind die Naturfarben. Und eben dieses erworbene Wissen möchte ich gerne an Sie weitergeben. Und wir werden jetzt in der kurzen Zeit, die uns überbleibt, versuchen, ein herbstliches Bild mit Blättern als Schablonen fertig zu malen. Ich lade Sie dazu ein, leider Gottes, haben wir heute in der Früh erfahren, dass nur 10 Leute teilnehmen dürfen. Dankeschön.